Ich bin sehr glücklich, dass es wieder Menschen gibt, die Dinge anbauen, die man früher als Kind so gerne gegessen hat. Zum Beispiel alte Tomatensorten. Und diese bilden heute die Basis unseres Gerichtes, nämlich Urtomaten. Und da gibt es so kleine Pralinen mit Burrata. Sie werden sehen, ein Gericht, farbenfroh, sehr, sehr lecker und einfach zum Nachkochen. Man sagt immer, das Auge isst mit, aber was wäre das Auge ohne Geschmack? Es muss auch schmecken. Und hier haben Sie beides, Geschmack und Optik, und ich kann Ihnen sagen, ich bin glücklich.